Kapitel 5. Das ersehnte Wiedersehen mit Kali findet endlich statt. Kali lädt seine Freunde zum Festschmaus ein und die Schatzsuche wird vorbereitet. Das Lied muss ich meinen Freunden unbedingt vorsingen, wenn ich wieder zu Hause in Amerika bin. Jetzt sind wir aber erstmal in Australien und verbringen unsere Zeit gemeinsam mit Kali. Endlich sind wir da. Ich bin ja schon so gespannt auf den Schatz. Ja, jetzt kann sogar ich es kaum noch erwarten, dass die vier Freunde endlich bei Kali ankommen. Aufgeregt drücken Kaya, Bo, Pau und Lu ihre Nasen an die Scheiben der kleinen Fenster platt. Als ihr Bus seine Endhaltestelle erreicht hat und die Türen sich öffnen, machen sie sich auf den Weg und suchen Kali. Schön warm hier. Das erinnert mich an das Klima bei uns in der Steppe. So heiß ist es bei euch in Afrika? Ja, manchmal sogar noch viel heißer. Bei uns in Amerika kann es im Norden sehr kalt werden und im Süden richtig heiß. So ist es bei uns in Europa auch. Das ist in Asien genauso. Da haben wir ja schon etwas Gemeinsames entdeckt. Und ich habe Kali entdeckt. Da vorne winkt er ganz aufgeregt. Gut gemacht, Kaya. Als Größte von uns hast du ja auch den besten Überblick über alles. Danke, Bo. Hurra, wir sind da. Kali, hier sind wir. Bo wedelt heftig mit den Armen. Sie freut sich so sehr, dass sogar ihr Ringelschwänzchen mitwackelt und winkt. Pau hält sie fest, damit sie vor lauter Aufregung nicht umfällt. Freunde, wie schön, dass ihr endlich da seid. Hallo, Kali. Herzlich willkommen in Australien. Ist das ein schönes Wiedersehen. Kali umarmt jeden seiner Freunde herzlich. Es ist ein wildes Durcheinander. Alle reden ganz aufgeregt durcheinander und bestürmen Kali mit 1000 Fragen. Nachdem sich alle wieder etwas beruhigt haben, führt Kali seine Freunde in sein Haus. Es ist klein, aber sehr gemütlich und hat genug Platz, damit alle 5 darin übernachten können. Das Schönste daran ist aber der Garten, von dem man über einen kleinen Steg aus direkt an den Strand und das Meer gelangt. Kali, bei dir ist es wunderschön. Ich fühle mich schon wie zu Hause. Das freut mich. Schön, dass es dir bei mir gefällt. Da steht ja auch schon ein gedeckter Tisch. Was gibt es denn zu essen? Alles, was ihr euch gewünscht habt. Sieht das lecker aus. Worauf wartet ihr noch? Setzt euch und lasst es euch schmecken. Oh, auf den Bambus habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Und natürlich auf dich, Kali. Jetzt seid ihr angekommen und unser gemeinsames Abenteuer kann beginnen. Habt ihr alle eure Einladungen dabei? Ja, gleich nach dem Essen legen wir sie zusammen und dann kann die große Suche nach dem Schatz endlich beginnen. Gibst du uns gar keinen kleinen Tipp, was es sein könnte, wonach wir suchen? Na gut, einen Tipp gebe ich euch. Ihr habt den Schatz schon längst gefunden. Ihr wisst es nur noch nicht. Nanu, der Schatz ist schon ausgegraben? Aber wo denn? Ich sehe keine Diamanten, keine Goldmünzen oder Perlenketten. Ich sehe nur 5 freundliche Tiere, die schmatzend und schleckend am Tisch sitzen und voller Freude ein gemeinsames Essen genießen. Da läuft mir selbst das Wasser im Mund zusammen. Nachdem alles restlos verputzt ist, räumen die Freunde alles gemeinsam schnell auf und versammeln sich dann erneut am Tisch, um die Schatzkarte zu entziffern. Pau hat sich zuvor aus der Küche noch etwas Bambus stibitzt. Ich habe schon immer davon geträumt, einen Schatz zu finden. Ich habe sogar schon mal eine Geschichte darüber geschrieben. Ich habe mit meinen Freunden auch schon oft Schatzsuche gespielt. Aber in der Wirklichkeit habe ich noch keinen Schatz gesucht. Meine Mama verlegt immer ihre Brille und ich helfe ihr dann, sie wiederzufinden. Das ist auch so etwas wie eine Schatzsuche, denn sie ist immer ganz glücklich, wenn sie sie wieder hat. Und du, Pau, hast du auch schon mal einen Schatz gefunden? Nein, noch nicht, aber ich wüsste, was ich damit machen würde, wenn ich einen entdecken würde. Was denn? Jetzt bin ich aber neugierig. Ja, ich auch. Erzähl mal. Erst einmal würde ich jedem in meiner Familie etwas davon abgeben. Geteilte Freude ist doppelte Freude. So heißt es in einem asiatischen Sprichwort. Und dann würde ich ein großes Fest für alle meine Freunde veranstalten. Ihr wäret natürlich auch alle eingeladen. Und vielleicht wäre noch eine extra Portion Bambus. Eine schöne Idee. Ich würde unserer Bücherei etwas abgeben, damit sich noch viel mehr Kinder dort schöne Bücher ausleihen und lesen können. Und ich würde dem Sportverein etwas spenden, damit die Kinder spielen und toben können. Und ich der Musikschule, damit sie neue Instrumente und Noten für die Kinder kaufen können. Ihr habt ja tolle Ideen. Das finde ich prima. Aber man darf auf jeden Fall auch mal in den Süßigkeitenladen gehen oder ins Spielzeuggeschäft.
Wenn man den anderen so lieb etwas abgibt, darf man auch etwas Schönes für sich selbst finden. Ja, das stimmt. Schließlich hilft es ja nicht, wenn man selbst verhungert. Deshalb muss man natürlich dafür sorgen, dass man auch selbst immer genug Futtervorräte hat. Jetzt machen wir uns aber endlich mal auf die Socken, oder? Ja! Stopp! Fehlt da nicht noch ein Teil der Karte, der mit dem X, also dem Ort, an dem der Schatz vergraben ist? Sehr aufmerksam, Lou. Ja, hier ist der letzte Teil der Karte, den habe ich. Kali legt sein Stück der Karte an die Einzelteile der anderen an. Nun ist die Schatzkarte komplett. Endlich machen sich unsere 5 Freunde auf den Weg. Kali läuft voraus und stimmt ein schönes Lied an.